Ein Hallo und willkommen zu dieser Folge. Ampel wird rot, ja, halten wir doch erstmal an. Tschüss! Ach, das war ja schon wieder ein standesgemäßer Start heute. Stumpf ist Trumpf oder was sagt man dazu? Es muss halt immer schnell gehen. Ja, und auch diese Szene ist wohl der beste Beweis dafür. Hier sind wir jetzt mit dem Dodge Ram unterwegs, ja, und das Teil ist halt echt eine Riesenkarre, eigentlich unübersehbar. Also die Leute, die fahren mit einer Überzeugung, das ist auch unglaublich. Hier fährt jetzt aber keiner mehr. Also wenn mich jemand fragt, welche Stelle die blödeste Stelle für eine Panne ist, ja, definitiv die hier. Und warum der hier nicht mehr nach rechts rübergekommen ist, ja, darüber lässt sich nur spekulieren. Der Einsender fragt sich, wie er hier irgendwie hätte helfen können und ich finde, wirklich sinnvoll eigentlich gar nicht. Das Einzige, was man eigentlich tun kann, ist sicherheitshalber noch die Polizei verständigen. Hier sind wir jetzt weiterhin auf der Autobahn unterwegs. Da das GPS leider nicht ging, habe ich unten rechts die Geschwindigkeiten nachgerechnet. Junge, das war ganz schön knapp, aber gut reagiert. LKW auf die Autobahn lassen, das ist ja schön und gut, aber mal den rückwärtigen Verkehr beim Platz machen im Auge zu haben, ja, das wäre durchaus mal hilfreich. Der Einsender sagte übrigens, der auffahrende LKW wäre ganz gut durch den Wohnwagen verdeckt gewesen, wodurch er die Situation nicht wirklich hat kommen sehen. Und das stimmt tatsächlich, hier sieht man den LKW am Anfang ganz kurz. Zu bedenken ist ja, die Dashcam sieht natürlich nochmal mehrweise weiter rechts hängt, ja, und später ist der LKW tatsächlich verdeckt. Der Einsender meinte außerdem, die Geschwindigkeit bei dieser Verkehrslage sei seiner Meinung nach zumindest zwar nicht krass unangepasst gewesen, aber man könnte durchaus in Auffahrtsbereichen auch bei weniger Verkehr langsamer fahren. Es sei ihm auf jeden Fall eine Lehre zum Thema Differenzgeschwindigkeiten gewesen auf zweispurigen Autobahnen. Und ich denke, das hat der Einsender hier selbst schon ganz treffend zusammengefasst. Da habe ich nichts hinzuzufügen. So, jetzt ab an die Ampel, links abbiegen, nach wo müssen wir herfahren? Ja, also das war irgendwie falsch. Aber probieren wir das mit dem gleichen Einsender an einem anderen Tag nochmal. Wieder links abbiegen, dieses Mal zweispurig. Aber eins kann man ruhig mal erwähnen, das war echt keine schlechte Verkehrsbeobachtung von dem dunklen Alfa Romeo hier. Hätte er nicht nach links aus dem Fenster geschaut, ja, dann hätte ihm das Taxi mal ordentlich die linke Fahrzeugseite verschönert. In seinem Leben einen Fehler gemacht hat. Das ist so eine falsche Kultur und das wird auch immer zu Enttäuschung führen. Denn du wirst nie jemanden finden, der alles richtig gemacht hat. Und du wirst nie jemanden finden, der alles richtig gemacht hat, sagt das Radio. Also die da vorne, die nehmen das mal wörtlich. Oder dieses, ja letztlich auch einprügeln unverhältnismäßig schon ziemlich heftig. Mir macht diese ganze Entwicklung sogar auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ja, und ich muss sagen, mir macht das auch Angst. Wir haben jetzt hier grün, das heißt die Fußgänger da müssten rot haben. Ey, und die laufen auch mit einer Überzeugung direkt vors Auto vor. Das ist echt Wahnsinn. Zeitsparendes Ausparken oder wie nennt man das da vorne? Kann man machen, ist aber halt Käse. Guck mal, ein Huhn. Huhn! Ein bisschen schneller wird gezünderer gut. Es geht um das Auto hier links. Gibt's irgendwen, der das Fahrverhalten da gleich erklären kann? Der will irgendwie nach links, obwohl da gar nichts ist. Boah. Nur um uns danach fast noch eine Seite zu fahren. Hier haben wir jetzt was, was schon fast unglaublich ist. Bei ein paar Leuten klingelt bei dieser Szene von Maxi hier vielleicht was, aber gucken wir erstmal. Und wir sind hier halt innerorts. Sag mal. Mit wie viel Klamotten knallt er hier bitteschön durch die geschlossene Ortschaft durch? Geht's noch? Ach du heilige Scheiße. Ja genau, das beschreibt es ziemlich treffend. Aber warum hier bei manchen Zuschauern was klingeln könnte? Die Szene lief vor über einem Jahr schon mal beim Sascha. Hören wir nochmal, was Sascha damals dazu gesagt hat. Geht's noch? Bei dem? Ja, im Moment anscheinend noch, aber nicht mehr lange, weil ewig geht sowas ja nicht weiter. Der liegt da auf der Seite mit seinem Karren. Und dann hoffentlich alleine, ohne jemand Unschuldigen mit ins Verderben gerissen zu haben. Und ich stimme Sascha da auf jeden Fall zu 100% zu. Und warum ich euch das zeige? Hier haben wir jetzt eine Einsendung von Oberland Opel. Zwischen den Videos liegen mehrere Jahre. Auch weil dazwischen irgendwie noch Feiertage waren oder ein Feiertag, wussten wir nicht,
hat es überhaupt geklappt oder nicht? Und es war ein ganz komisches Gefühl auch. Wir sind in der gleichen Gegend unterwegs, wir haben exakt das gleiche Auto mit der gleichen Fahrweise, Leute. Das ist tatsächlich der gleiche Typ hier, das kannst du auch wieder keinem erzählen. Erst überholt er hier blind vor der Kurve, ja, und jetzt geht's dann schon wieder weiter. Ja, der Gegenverkehr ist nicht begeistert, aber kaum ist der Gegenverkehr durch. Ach, weiter geht's, durchgezogene Linie, scheißegal. Dann wird er gleich vorn beim nächsten fröhlich weitergedrängelt und natürlich gleich auch noch weiter überholt. Gleich kommt da eine Kurve, interessiert ihn auch nicht. Video geschätzt. Sascha, was hast du eigentlich dazu? Wie jetzt? Der fährt tatsächlich immer noch so rum? Das ist das beste Beispiel für mehr Glück als Verstand. Genau, Sascha, das habe ich mir auch gedacht. Und ich habe mich dann vor allem noch gefragt, warum der das nicht nur noch kann, sondern vor allem halt auch noch darf. Wer es gleich schafft, zweimal in den Videos aufzutauchen mit zweimal exakt der gleichen wahnsinnigen Fahrweise und dass er nicht so, dass einfach nur ein Überholmanöver bescheuert war, der überholt ja am laufenden Band Scheiße mit völlig bekloppter Geschwindigkeit, trotz Gegenverkehr, fehlender Sicht, allem drum und dran. Ja, da kann mir keiner erzählen, dass der in der Zwischenzeit zwischen den Videos dann plötzlich wie ein Engel gefahren ist. Warum in alles in der Welt werden solche Leute eigentlich nie erwischt? Weißt du, es gibt Leute, die fahren einmal im Jahr zu schnellen Treffen direkt den Blitzer. Ja, und dann gibt es Leute, die fahren offensichtlich über Jahre wie die Gestörten. Und warum? Weil sie es können und einfach nicht erwischt werden. Ich bin ja der Letzte, der überall Polizeikontrollen fordert oder bei einem blöden Überholmanöver irgendwelche Konsequenzen fordert. Ich meine, wir sind ja alle nur Menschen. Aber solche Leute hier, die wirklich mit System und purer Absicht immer wieder so fahren, die müssten wirklich mal rausgezogen werden, bevor es eines Tages dann wirklich mal zu spät ist. Nach dem Motto, es geht mich nichts an, aber... Ja, und sonst so? Ja, und sonst so überholen wir halt noch ein bisschen mehr. Das Ding geht, ist aber schon schöner, du hast ja keine Wege. Oh, guck, überholen die, Alter. Wow. Boah, Alter! Junge! Wow! Das war krass. What the fuck? Kann ich den von der Kuppe überholen? Ich sehe doch gar nichts. Das war richtig knapp. Traktoren müssen halt immer überholt werden. Lieber tot als zu spät. Damit was für ein Lebensmotto sind die Leute unterwegs. Ja, muss wohl, weil bist du tot, dann kommst du zukünftig halt nicht mehr zu spät, sondern gar nicht mehr. So, jetzt ab in die Stadt. Ampel grün. Was macht der? Der war aber rot. Alter. Junge, wie schnell fährt der denn bitte? Hier geht's jetzt nicht so schnell, aber es wird trotzdem Zeit gespart. Ja, nervt der Rückstau. Ja, dann nimmt man halt den Fußweg und keine Ahnung, aber irgendwie ohne Helm fährt er auch noch. Auf so einem Teil braucht man doch einen Helm, oder nicht? Aber nur denn, vom Fußweg aus wird dann gleich da vorne noch der Fußgängerüberweg mitgenommen. Läuft, kann man da sagen. Aber auf Abwegen sind wir ja oft, aber hier ist es irgendwie anders. Da rechts ist eine Radspur und was haben wir auf der Radspur? Eine joggende Person, die einen Roller blockiert. Das kannst du dir fast auch schon wieder nicht ausdenken. Jetzt wechseln wir aber nochmal wieder raus aus der Ortschaft. So ein A... Wie bitte? Wie bitte? Ja, genauso wie der Einzelne das gesagt und bestimmt auch gemeint hat. Aber in der heutigen Folge mit den ganzen bekloppten Überholmanövern, da fällt einem halt auch echt nichts Besseres mehr dazu ein. Drum würde ich sagen, belassen wir es dabei für heute. Wer jetzt aber noch mehr Action will, links da ist noch eine Folge verlinkt, klickt da drauf, ja, dann kommt da hin. Auf der rechten Seite sind noch zwei weitere Videos für alle, die noch auf der Suche nach einer Dashcam sind. Da findet ihr alle Infos dazu. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.